Ich begrüße euch zu einer neuen Folge NBA 2K19 und heute haben wir theoretisch die Chance, unsere erste Runde zuzumachen. Das wäre ja mal der Megatraum, sonst müssten wir wirklich gegen die Nuggets komplett 7 Spiele machen. Da habe ich so überhaupt keinen Bock drauf. Und ja, jetzt habe ich es dann auch verstanden. 3-2 und wir liegen ein Spiel vorne. Mann. Bisschen kompliziert denken. Ich habe auch noch keine Kohle ausgegeben. Ich habe es tatsächlich einfach jetzt noch nicht geschafft. Ich wollte jetzt unbedingt einfach für euch aufnehmen, weil ich weiterkommen möchte in der Geschichte hier. Deswegen habe ich alles Unnütze jetzt mal nach hinten geschoben. Und ja, geht ja schon mal ganz gut los. Der erste Rebound ist schon mal da. Beide erste Possessions sind daneben gegangen. Aber jetzt geht Denver mit dem ersten Korb in Führung. Warum läufst du nicht durch? Das wäre so ein schöner Dank geworden, aber egal. Punkte sind Punkte, also who cares? Nein. Das glaube ich. Jawohl, da war der Ball weggeschlagen. Und da ist der Block. Yes. So will ich das sehen. Junge, gib her jetzt. Alter. Nein. Ja, irgendwie bestehen die Shooter nur aus Jokic und Millsap. Bei denen, das ist irgendwie sehr seltsam. Da holen wir den ersten Assist rein, liegen wieder 2 Punkte vorne. Im Moment würde ich sagen, ein sehr offenes Spiel. Harris ist frei und da geht die Position daneben und wir haben die Möglichkeit mit dem Fast Break die nächsten Punkte zu machen. Die Fans finden das auch ganz geil. Und ja, damit sind wir jetzt 4 Punkte vorne, das heißt 2 Positions und der Steal und der Steal und der Steal. Warum spielt er nicht den Pass? Gegen wen muss der denn jetzt ran? Ich hab's nicht gesehen. Okay, das geht. Mist. Wir versuchen natürlich an Millsap dran zu bleiben. Heute läuft er wenigstens bis dato mal nicht so eine Grütze zusammen. Weil manchmal frage ich mich, was für verquere Laufwege die haben, aber ist okay. Und der erste Dreier, Bams! Jo, fangen und werfen runtergestuft vom Gegner, finde ich sehr, sehr gut. Und das ist der Stil. Oh, James macht den. Wunderbar. 9 Punkte Vorsprung und es ist Auszeit. Denver with a platoon swap here on the floor. And Los Angeles will go for a different look here. Ja, die wechseln das komplette Team, weil sie nicht vorwärts wissen. Und der Einzige, der da bleibt, war jetzt, glaube ich. Weiß ich gar nicht, wer das war. Mist. Kriegt Chris Plumlee die Hände dazwischen. Ungeil.
zu früh gehüpft, weil ich völlig nicht im Blick hatte, wer da am Ball ist. Da kommt der Pass zu Hart. Aber das war so viel. Okay, es zählt noch, ich dachte. Running Gomez kicks to Thomas. There's the pass to Plumlee. Back to Thomas. Over Rondo. Miles. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. What a great motor on this guy. Hallo, wo bin ich? Ach da. Okay, well, let's check in with David Aldridge, who's reporting from the sideline. Okay, der geht mal daneben, aber das ist okay. Konzentrieren wir uns einfach weiter. Und da ist der nächste. Boah, was? War der noch dran, oder was? Jo. Ich dachte gerade, was war das denn? Oh gut, wenn der noch dran war, verstehe ich das sogar. Miles passes to Thomas. Just five on the clock. Loses the defender with the screen and drills. Ja, drei Punkte noch Vorsprung. Rondo kicks to Cook. At the Hart. Outside Rondo. And Hart has it in the corner. Now Kuzma to the paint. Here's Cook. Oh! And the ball travels out of bounds. It was last touched by Lyles. Spannend, spannend. Jetzt ist Denver 4 Punkte vorne und wir haben noch etwas weniger als 3 Minuten zu spielen. Was mir nicht passt, ist, dass die jetzt dran sind. Das heißt nämlich jetzt, dass sie 6 Punkte vorne sind. Inside, it's the talented pair of Millsap and Jokic, and it's Porter at the small forward. That's the group on the floor for Denver. Now, here's Ball. Still getting warmed up offensively. No buckets yet in the game for him. Here's Cook. Plays it off the glass. Du kannst mir mal Millsap, ich mach das auch so. He's coming off a hot game and looking to keep it rolling. And you could try to key in on him, but that's tough. They run plays that routinely give him makeable looks. Stolen by Ball. Oh, steal. Nice. Here we go. One on one. Floats it up for AI. Och, kacke. Warum bin ich da nicht hochgekommen? Oh, Porter Jr. scheint wieder fit zu sein. Nein, doch nicht. And he sinks the second. Lakers trail by 5. Cook kicks to Caldwell Pope. Ja, das wäre jetzt doof. In die Arme runter. Ball against Murray. McGee sets the pick for Ball. Oh. Off target from 3-point range. Was ist das denn für ein wilder Wurf jetzt? Gott, was haben wir ein Glück. Los Angeles has gone 2 or 3 when they've stepped beyond the arc in the second quarter. At the Cook. From beyond the arc. Viel zu früh. Good work defensively by Hischa. Das wusste ich beim Loslassen schon. Ja, I think coaches right here are always talking about the extra pass. And the contested three is not your objective. James rettet mal wieder und Ball hämmert den Ball rein. Als müsste er unten wieder durch den Boden klatschen. Drei Punkte Vorsprung noch. Nein, mein Freund. Nein, oder doch? Was ein Block von McGee, Alter. Respekt. Hab ich den in die Hoop gefordert und McGee macht ihn. Auch nicht schlecht. And that was an unleashed chaos moment indeed. What a spectacular play, sponsored by Under Armour Hover Hat. Now here's Murray. Alter. Da war wieder so ein völlig bescheuerter Laufweg. Murray's got 3 assists now in this one.
Lakers trail by three. If they increase the tempo, they got a chance at a 2-for-1. Yeah, and you're going to have to get up a quick shot to make that happen. Jawohl. Der nächste Assist. Und noch einen Punkt hinten. Es wird jetzt noch ein oder zwei Possessions geben. Außer sie spielen die hier natürlich zu Ende. Mit Zeit runterlaufen lassen und so. Diesmal lasse ich mich aber nicht drauf ein, an den Ball zu gehen, weil das wäre bescheuert. Entweder schafft es Ball, den Ball zu klauen. Ball schafft es, den Ball zu klauen. Oder auch nicht. Just competing right now. Millsap wanting to make the viel zu spät. What the defense counters with to try and control him here in the second half. Well, he has been dominant as Jokic wieder Ball. Into this one. Skilled and relentless. Starting off the second half, here's Luke Walton's five. They've got JaVale McGee. LeBron James acht. Is out there with Cook. Then there's Harris. And it's fünf, vier. Now here is Harris. Und das ist die. Corey Harris. Entweder Harris macht jetzt, oh, schöner Pass zu LeBron und damit sind wir wieder auf einen Punkt ran. Well, AI in their last time out against the Nuggets delivered quite a performance. He scored 23 points and played tremendous defense as well, really causing havoc on both ends of the floor. He really had his fingerprints on the game. Did pretty much whatever he wanted. Und wieder keiner. Mist. Da wollte ich wieder zu viel. Warum habe ich dann nicht in Ruhe zu Ende gespielt? Warum habe ich da nicht einfach in Ruhe zu Ende gespielt? And the great players are never satisfied. We'll see what he does in the next one. Pocket four. And here's Harris from the arc. The second chance effort. So the whistle blows on the shot and two free throws for the contact right there. Well, Paul Millsap continues to work hard and continues to be an example of hard work paying off. Martin's checked in for schade. Okay. Wir bräuchten jetzt mal einen Dreier, um die Sache wieder auszugleichen. James ist gerade nicht da, also hängt es irgendwie an uns. Aber so auch nicht. The Nuggets leading by three. Let's a floater go, and it's Ingram with the rebound. They look frustrated, 0-for-3. Not how you want to start the third quarter. Cook, the pass to Kuzma. AI outside, passes to Kuzma over Jokic. Also Ruhe bewahren, den Pass spielen. Ja, wir liegen immer noch einen Punkt hinten, aber besser als fünf. Und wenn der Dreier jetzt wieder, wow. Wenn der Dreier jetzt wieder daneben gegangen wäre, hätten sie wieder eine offene Position gehabt. Das wäre halt doof gewesen. Oder so. Schön. Oh Gott. Ja, da habe ich mich vernaschen lassen. So, nach der Pause sieht es immer noch so aus, dass wir einen Punkt hinten liegen, aber wir haben eigene Position. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir können jetzt wieder in Führung gehen, was wir auch tun, weil Ball einfach mal den Dank seines Lebens macht, weil wir ihn genau jetzt brauchen. Das ist aber interessant. Millsap ist nicht am Feld und wir können einigermaßen reißen. Das ist interessant. Boah, jetzt kriegen wir ja noch ein 3-Punkte-Spiel. Wie viel Pech kann man denn haben? Ja. Gut. Here's Ball. AI outside, back to Ball. Down low, here's Cook. Warum krieg ich nicht meinen Foul? Wonderful defense, staying active around the rim and then really putting the shooter in a tough spot. They get it again. Banked in off the glass. Jo, wieder 4 Punkte, weil mein Foul nicht gezogen wird. Was jetzt kein Vorwurf ans Spiel ist, aber es ist halt schade. Ach, ich bin so dumm.
Jetzt war es halt echt schwierig. Ja. Ist klar, 7 Punkte. Aha. Cook's got 13. The mindset right now is pretty strong. Superb at staying aggressive and right now stringing some plays together. Hallo, wir brauchen einen Steal. Pass to Barton. From downtown. Also im Leben nicht. Was freeing everybody up and that cut was wide open. War kein Dreier, verdammt. And welcome back to the NBA playoffs as we get ready to continue with this round one matchup. Warum spielst du ihn denn nicht nochmal raus? Warum? Ist das eigentlich dein scheiß Ernst? Danke. Der Balken ist voll, wo soll ich denn noch hin? So he comes up empty at the line. Das muss man mir jetzt mal erklären, echt. Let's it go from 11, and there's Porter on the assist by Murray. Porter's got the first point. Also entweder sind meine Freiwürfe echt noch so scheiße. Kann ja möglich sein, dass sie von der Wertung halt echt noch kacke sind. Nice ball movement here by the Lakers. On the wing, James. And he gets it to go. Gott sei Dank. LeBron staying on the attack here. Wir dürfen jetzt nicht schwach werden und irgendwelche dummen Fehler machen. Ja, man könnte jetzt sagen, dann geh einfach vom Feld, ich weiß. Jawohl. Oh, yes. To the rim for the alley-oop slam. A pair of teammates, Greg, with a terrific feel for each other. Now here's Murray. The pass to Jokic. Ich hab so Bock da drauf. Rebounded by McGee. McGee holt den Ball runter und ja, was machen wir jetzt? He needs to find himself out there. And out of bounds as the Nuggets gain possession. Warum? I don't know what he's thinking there. A poor decision. Wenn der den Ball nicht fängt, was kann ich dafür? The Nuggets leading by 3. On the wing, Harris. So, ganz ehrlich. Jokic with it. Here's Harris. Right side. Gott, Alter. And again, Denver, no good. Harris passes the cut. And he's fouled on the shot. Yes. One free throw coming up. Und jetzt können wir das Spiel ausgleichen. Vorausgesetzt, meine Freiwurfskills setzen jetzt dann mal an. Tun sie, Gott sei Dank. Nuggets have gone 1-5 from the field here in the fourth. A lot of misses, just the one make. Harris against Harris. Jokic a screen. Harris kicks to Jokic. Nochmal, und jetzt können wir tatsächlich wieder in Führung gehen. Was nicht passiert. Warum auch immer wir da jetzt nicht reagiert haben, das wäre unsere Chance gewesen. Millsap setzt den Pick für Murray. Hab ich. Um Himmels Willen. Oh Gott. Von einem Hallenende zum anderen. Ei, Karamba, ey. Wenn das mal nicht ein kranker Pass war. Ich hasse diese Dinger. Und ich stehe dazu, auch wenn der jetzt mal gut gegangen ist. Habe ich. Backe, der war böse. Lauf. Warum bleibst du da?
has been. Nothing forced and really no bad decisions. Just good, smart, offensive basketball. Da habe ich mich wieder verarschen lassen, weil ich zu früh hochgesprungen bin. Mike Malone said to his team. He told them it's time for you to fight to get this lead. Let's bring this one home. Guys, we'll see if they have what it takes to get it done. And he shows us all what the breakaway rim was invented for. Can you believe he almost brought the whole thing down by hanging on that long? Ja, das war noch Zeit und da ist die Körbe noch, also die Backboards wirklich noch aus Glas waren. Und bei Rebounds, was? Achso, Fußballfall. Als die Backboards noch aus Glas waren und bei Dunks wirklich explodiert sind. Ich meine, das war natürlich gefährlich für die, die da hochgesprungen sind. Aber das hatte natürlich schon Unterhaltungsfaktor, das war schon geil. Jetzt bringst du da hoch und auf einmal. Springt er da so eine komplette Glasscheibe. Total geil. Entschuldigung, ich musste da jetzt kurz reagieren. Sieht doch okay aus. 6 Punkte. Warum greift er denn jetzt da rein? Oh Gott, ja, das war fast meine Schuld. Inzwischen sehen unsere Werte auch gar nicht mehr so schlecht aus. So, wir haben Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Und James macht den. Wunderbar. James hat 4 Punkte in diesem Quartal. LeBron James, one of the best ever to do it. Wir müssen jetzt einfach nur langsam und ruhig spielen und Zeit runternehmen. Und dann kommt der Block von LeBron und dann entspannt euch. Oder so. Ja, legt einfach nur Punkte drauf. Ist auch eine Lösung. Kann man mal machen. So, 8 Punkte Vorsprung. Das sollte doch machbar sein jetzt. So, haben wir wieder. Warum? Okay, wenn er den Korb macht. Das ist meine Antwort auf meine Frage, warum. Yeah, you gotta be relentless in this game or the tide can turn on you. Not here, not tonight. Denver calls timeout. They're down by 10. We've got 28 seconds left to play here in the fourth. The shot and game clock separated by 4. Hernan Gomez. Oh, good on the triple. And here is Jetzt können wir es in Ruhe ausspielen. This is their biggest. Cook, the pass to Caldwell. Langweilig. Bisschen Ball hin und her schubsen. Rondo kicks to Cook. Caldwell Pope dishes to Cook. Das ist so geil. Back to Caldwell Pope. Shoots it up. Misses there. Egal. And they do it. They'll move on to round 2. Thanks very much. Congratulations. Moving on to round 2. How much confidence does this give you going into that next series? Ganz viel. Listen, this is that's what this team is built for. Success in the regular season is great, but our goal all along has been to have success in the postseason. And I think that we just showed that we have everything that a team needs to win in the playoffs. Richtig. Genauso. Ich zeige euch jetzt mal noch schnell den Playoff-Baum. Das habe ich total vergessen, bevor ich mich hier verabschiede. That's what I'm talking about. Great game out there. Oh. Yes, round 1, on lock, conference semifinals AI. Great job. Congrats. All right, everybody. Hey, listen up. Great win tonight. And when I say great win, I mean great win. All right. 1 round down, 3 more to go, okay? The postseason is far from over, but we have shown in this series that we are a force to be reckoned with. On to the next. On. Woo! Gut, dass ich hier noch nicht beendet habe. So.
Jetzt aber. Jetzt zeige ich euch schnell mal noch den Playoff-Baum und dann verabschiede ich mich immer. Ja gut, das wird ein interessantes Ründchen. Krass. Direkt in der zweiten Runde gegen Golden State ist natürlich eine Hausnummer. Wenn wir jetzt rausfliegen, dann kann ich es einfach nicht ändern. Also gegen Golden State kann man einfach auch verlieren. An dieser Stelle verabschiede ich mich mit dem Playoff-Baum. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Schaut auch bei den anderen Let's Plays rein. Wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Bleibt uns gewogen, gehabt euch wohl. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.